krank durch mitochondriale Dysfunktion. Wir müssen uns einmal vor Augen halten, dass 90% aller Erkrankungen, die man heute sieht, Störungen auf Zellebene oder Mitochondrienebene zu finden sind. Sprich die Ursache. Störungen der Energieherstellung in Zellen. Ob das jetzt der Epilepsie ist oder Migräne oder Fibromyalgie oder auch an Colitis ulcerosa, es sind immer Zellen betroffen, die eine oder mehr oder weniger mit Entzündungen betroffen. Diese Entzündungen können wieder weitere Schäden verursachen. Es entsteht ein Teufelskreis, wo dann gewisse Medikamente Linderung bringen, aber das ganze Problem eigentlich noch verstärken können, weil ja gewisse Stoffe in Mitochondrien massiv eingreifen können, hier stören können. Ich möchte ein bisschen zeigen, was ist eine mitochondriale Dysfunktion, was kann man tun und die Bedeutung von Pyroquinol, Quinol, Quinon, also einfachheitshalber abgekürzt PQQ. Also das möchte ich euch zeigen. Man findet uns bei Evosan. Evosan ist unser Zentrum, wo wir die ganzen Kurse, Ausbildungen in Lebendgiftungswochen machen, also Darmaufbau. Kann jeder mal in die Website reinschauen. Also legen wir los. Ganz interessant, die mitochondriale Medizin ist so ein vergessenes Steckenpferd. Man wird in Österreich, ich weiß, dass viele Schweizer und Deutsche dabei sind, in Österreich zwischen Wien und Vorarlberg keine Klinik finden, die Grundlagenforschung der mitochondrialen Medizin macht. Warum ist das so? Weil es da zu wenig Interesse gibt, ist mal vielleicht eines. Weil man die Bedeutung noch nicht so erkannt hat, bis auf manche Spitzenmediziner in Europa, wie Omer oder Kukinski und viele anderen, Burkhard Schütz, und da gibt es ja ganz tolle Mediziner, die genau wissen, Mitochondrien muss man therapieren, und Dr. Löffler. Und Mitochondrienstörungen lassen sich ausschließlich mit Nährstoffe therapieren. Das ist für mich der Hauptgrund, warum kein Interesse da ist, weil Big Pharma sagt, wir geben doch nicht Millionen in Forschung, wenn dann nichts Patentierbares rauskommt. Irgendwie verständlich, aber traurig. Austragen müssen es wir, die Menschen, die kranken. Da sieht man seit 1980 einen enormen Zuwachs an Publikationen, ja, von Artikeln über Mitochondrien. Ja, es gibt immer so Phasen in der Wissenschaft, wo sie so zyklisch sind, wo man sagt, oh, jetzt haben wir was ganz Interessantes entdeckt und publizieren das ja viele Menschen in einem gewissen Zeitraum sehr viel, aber bei den Mitochondrien reißt es nicht ab, es geht immer weiter. Also es könnte was dahinter stecken, denn die machen was Besonderes und das möchte ich euch zeigen jetzt. Was passiert, wenn Mitochondrien nicht optimal funktionieren? Welche Krankheiten kann man heute ganz klar zu mitochondrialen Störungen zuordnen? Und da gibt es eine ganze Reihe, nämlich Demenz, Schizophrenie, Alzheimer Disease, Epilepsie, Migräne, Kopfschmerzen, Schlaganfälle, neuropathische Schmerzen, Parkinson, Ataxie, Ischämie, Herzinfarkte, Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgie, also chronische Muskelschmerz, ja? Dann Diabetes, Hepatitis. Und ganz interessant ist, dass die Mechanismen, die zu Mitochondrienstörungen führen, zu suchen sind in reaktive Oxygenspezies, heißt Entzündungen. Ja? Diese Entzündungen, nicht nur ROS genannt, die oxidativen Entzündungen, sondern auch zum Beispiel Stickstoffentzündungen, führen zu einer Akkumulation von Mitochondrienschäden. Ja? Und das führt zu Mitochondriendysfunktion. Das heißt, wenn so eine Störung da ist, interessant, Alzheimer, wir reden von Zellen im Gehirn, wir reden von Parkinson, von Zellen im Gehirn, von Hepatitis, Chronic Fatigue Syndrome oder Fibromyalgie. Wir reden immer von Zellen, wir reden immer von Mitochondrien. Und wenn 30% der Mitochondrien kaputt sind, defekt, dann merkt es der Betroffene in Form von Störungen. Also wir sind sehr fähig, gewisse Schäden zu kompensieren, aber das Fass kann dann zum Überlauf kommen und da möchte ich jetzt zeigen, was da dahinter steckt. Diese mitochondrialen Störungen zeigen sich in Symptomen, denn jetzt muss ich sagen, ja, wie messe ich das? Ich glaube, morgen werden schon manche beim Hausarzt anrufen und sagen, ich habe eine Mitochondrienstörung. So einfach ist es nicht. Man muss ein Speziallabor machen, auf das komme ich dann noch. Nicht Standardlabor, was meistens bei den Hausärzten oder den Spitälern gemacht wird. Man muss wirklich ein Speziallabor machen. Ich kann nur einen Teil hier zeigen, um erstens einmal Entzündungen auf Mitochondrienebene auszuschließen und die zweite Sache Stickstoffstress auszuschließen, ob Stickstoffentzündungen da sind. Das ist etwas Spezielles. Und da kann man schon reinschauen und man findet es dann auch. Man kann einen Test machen. Aber es gibt Symptome.
Denn die Symptome sind ja meistens der Grund, warum ein Mensch Hilfe sucht, weil er nicht mehr schläft, weil er Kopfschmerzen hat, weil er Verdauungsstörungen hat. Irgendein Symptom quält ihn und er macht sich auf die Suche. Jetzt kann man aber Symptome sehr gut zuordnen und Symptome der mitochondrialen Störung. Ja, hier sieht man eine Zelle. Da ist eine Zelle, auf die gehe ich dann noch ein. Da ist der Zellkern, da ist die DNA. Die ganze Wissenschaft hat sich auf die DNA geschmissen und sagt, die Genetiker, die lesen des Menschlichen, den Code drinnen und man findet Krankheiten. Dem ist nicht so. Die Epigenetik dominiert. Und hier sieht man das Zytoplasma, die äußere Membran und die Dinge da drinnen, das sind die Mitochondrien. Und die Hauptaufgabe dieser Mitochondrien ist es, Energie zu erzeugen. Energie in Form von ATP. Ja? Wenn es hier zu Störungen kommt, hier ist nur ein Teil eingezeichnet, aber ich zeige es dann gleich mehr, wir haben ja wesentlich mehr Mitochondrien. Zum Beispiel Gedächtniskonzentrationsstörungen. Man ist nicht mehr stressbelastbar. Ja? Die Stressempfindlichkeit geht runter. Körperlich, man ist leicht müde, erschöpft. Schwindel, Sehhörstörungen können sein. Zum Beispiel unser Auge hat eine extrem hohe Dichte an Mitochondrien. Dann belastungsartiger Tinnitus. Der Ruhepuls stimmt nicht. Also Ruhepuls, sage ich, heute kam ein Herr und hat immer einen Ruhepuls von über 80. Das stimmt etwas nicht. Ja? Herzrasen, Extrasystolen, Herzrhythmusstörungen, chronische Schmerzen können sein. Muskelschmerzen, eine typische Fibromyalgie, nicht belastbar, sehr leicht erschöpft auf muskulärer Ebene. Chronische Immuninsuffizienz ohne Fieber, das heißt, das Immunsystem leidet. Ängstlich, Panikattacken sind zu beobachten. Depressionen, Schlafstörungen, Magen-Darm-Störungen. Das so bekannte Leaky Gut-Syndrom. Das heißt, wenn der Darm durchlässig wird, führt ja das oder sind Mitochondrien geschädigt. Das führt im Körper wiederum zu einer Aktivierung des Immunsystems und in weiterer Folge zu Entzündungen. Und diese Entzündungen stören wieder Mitochondrien. Dann sieht man die Blutzuckerschwankungen und Störungen auf der gesamten Hormonachse. Also hier steht Schilddrüse, Gonadenachse, Stressachse. Also der ganze Körper kann komplett aus dem Rhythmus geraten, wenn Mitochondrien Schäden da sind. Bis hin zum Burnout, da sind die Mitochondrien auf Nebennierenebene kaputt. So, aber welchen Labormarker sieht man da? Ja, und ab wann ist das zu untersuchen? Und da muss man... Das ist ja die Kunst, als Arzt und Therapeut rauszufinden, sucht man jetzt Richtung Mitochondrien. Wenn es bei uns Menschen um Energie geht, und das ist mir wichtig, es sind immer drei Faktoren extrem wichtig. Punkt 1, Schilddrüsenfunktion muss funktionieren, weil die Schilddrüse hat massiv, oder maßgeblich ist die Schilddrüse daran beteiligt, dass Mitochondrien ausgeprägt werden. Das merkt man sehr oft, wenn ich eine Person frage, wie funktioniert ihre Temperaturregulation? Dann sage ich ja, wie ist die Körpertemperatur? Ja, mir ist immer kalt. Wenn jemand immer kalt ist, Körpertemperatur zu nieder, 34,5, 35 Kerntemperatur, dann ist das ein Zeichen, dass Mitochondrien nicht mehr in der Lage sind, ausreichend Wärme zu produzieren. Denn diese Dinger da drinnen können nur zwei Sachen, grob gesagt. Einerseits Wärme herstellen, weil wir sind Lebewesen, wir brauchen 37 Grad. Und andererseits Energie in Form von ATP. Wenn aber Störungen da sind, dann verzichtet Gänsefüßchen der Körper auf Temperaturregulation, weil ATP lebensnotwendiger ist als die Temperatur. Das ist ein typisches Zeichen, dass die Schilddrüse nicht funktioniert. Die Nebenniere ist maßgeblich an der Energieproduktion beteiligt, Leber sowieso. Also da muss man dann zusammenfügen, wo liegt die Ursache, warum der Mensch müde, erschöpft, nach dem Essen müde ist, oder diese Symptome zeigt, wie man es da lesen kann. Also das sind so typische Zeichen, dass Mitochondrien gestört sein können. Wenn man sich jetzt die Anzahl der Mitochondrien anschaut, wie viel Mitochondrien ein Mensch hat, eine Herzzelle, eine einzige Zelle, ca. 3000. Ja? Leberzelle, 2500. Muskelzellen, 1200 Mitochondrien pro Zelle. Ja? Immunzelle 700 Mitochondrien, Hautzelle 700, Fettzelle, die roten Blutkörperchen haben keine. Ja? Also das sieht man, Eizellen zum Beispiel bis zu 100.000 Mitochondrien, ich gehe nochmal zurück, so 100.000 oder 5.000, 2 bis 5.000 pro Zelle. Warum man denen keine Aufmerksamkeit schenkt, in der ganzen Gesundheitsforschung, ein Riesenrätsel für mich. Und
mich wundert nichts mehr, wenn man dieses letzte Jahr beobachtet, was uns an Informationen gegeben wird oder was Menschen an Informationen gegeben wird, wie sie gesund bleiben können. Und als Psychoneuroimmunologe ist es jetzt schon ganz klar nachvollziehbar, dass jetzt erst richtig kranke Menschen entstehen werden, denn es gibt nichts Gefährlicheres als chronischer Stress ohne Aussicht einer Lösung. Angst, all das, was passiert, vom Gefühl zum Molekül bis hin zu mitochondrialen Störungen, das wird der Kollateralschaden sein bei vielen Menschen. Und da haben wir 2.000 bis 5.000 pro Zelle solche Mitochondrien. Und die können kaputt gehen. So. Kaputt gehen durch Entzündungen, kaputt gehen durch Viren, Bakterien, aber virale und bakterielle Belastungen, die zu lange von meinem Immunsystem nicht bekämpft werden. Ja? Dann kaputt durch Inhaltsstoffe von Medikamenten, Impfstoffe, dann durch Bewegungsmangel. Das sind so Hauptthemen, warum wir in Mitochondriopathien kommen. Und Verlust von Nährstoffen, damit Mitochondrien überhaupt funktionieren. Da ist das Zytoplasma, das ist die Zellmembran und das ist das Mitochondrium. Und wenn man hier reinschaut, dieser Teil, das ist die Matrix. Und wenn man zum Beispiel ein Gramm Lebergewebe rausnimmt, und diese Oberfläche aufbreitet, dann liegt man bei ungefähr 3 Quadratmeter Oberfläche. 3 Quadratmeter, 3,5 Quadratmeter, so circa. Ja, bei 1,5 bis 2 Kilo Lebergewebe reden wir von mehreren tausend Quadratmetern Oberfläche. Denn uns muss klar sein, da drinnen wird Energie erzeugt, Lebensenergie. Ja, und ein typisches Zeichen, wenn wir schon bei der Leber sind, dass Leber-ATP, also sprich Adenosintriphosphat, das ist die Energie, die chemische, die wir jeden Tag herstellen, ein typisches Zeichen auf Leberebene, wenn ATP fehlt, sprich Energie, es ist eine erhöhte Harnsäure. Ja, das kann sein. Also wenn die Harnsäure erhöht sein sollte, erst heute war ein Kunde da mit Harnsäure 7,8, das ist viel zu hoch, ist das ein Zeichen, dass die Mitochondrien hier in der Leber nicht mehr ausreichend ATP-Energie herstellen können. Das ist das typische Zeichen. Das heißt, man muss jetzt Mitochondrien unterstützen, um die Harnsäure wieder runterzukriegen. Logischerweise Fruchtzucker raus, damit das natürlich leichter geht. Diese Mitochondrienmembranen, die müssen genau aufgebaut sein, damit sie überhaupt funktionieren. Und die ist entscheidend, ja? Die Art und Aufbau der Mitochondrienmembran ist eigentlich entscheidend, ob wir Energie herstellen können. Und da brauchen wir 4 Grundsubstanzen. Ja, 4 Grundsubstanzen, das ist einmal das Kardiolipin, das wird in der Leber hergestellt, aber nur dann ausreichend und richtig, wenn wir keine Fettleber haben, wenn wir insulinsensibel sind und wenn keine Entzündungen da sind. Also da kann schon bei der Herstellung was schief gehen, dass ich dieses Lipinfett herstelle, denn das bildet ja zum Beispiel meine Mitochondrienmembran. Lecithin kennt jeder. Lecithin, Builecithin oder Cholin genannt, aus Cholin wird Lecithin, Phosphatidylcholin, EPA und DHA, das kennt jeder. Nehmen hoffentlich schon Menschen ein, das sind die 2 Fettsäuren aus Fischfett. So, und die 4 Substanzen sind absolut notwendig für eine intakte Zellmembran. Ja, absolut ident. Also notwendig, sonst ist keine ATP-Herstellung möglich. Das heißt, wenn ich einen Mangel an EPA und DHA habe, nicht mehr die Zelle leck wird, durchlässig, porös wird, ja, dann wird es kritisch, dann sinkt praktisch die ATP-Herstellung. Es dürfen auf keinen Fall hier Entzündungen stattfinden, das ja aber bei Krankheiten stattfindet und so die Zelle praktisch an Verlust der Möglichkeit, Energie herzustellen. Ja? Also da muss man schauen, dass das funktioniert, damit die Zellmembran funktioniert. Wenn man sie jetzt anschaut, Altern, kompensatorische Anpassung, Kinder, Mitochondrienfunktion, Altern. Ja? Wir sind normalerweise gut ausgestattet mit Mitochondrien von der Geburt an. Was wir uns bitte merken ist, dass Mitochondrien ausschließlich von mütterlicher Seite vererbt werden.
Es gibt ein paar Fälle, wo auch männliche DNA gefunden wird, aber das ist noch eher unklar, wie das geht. Hat man schon gefunden, aber es ist zu 99% mütterliche DNA. Gesundes Altern, normales Altern. Gesundes Altern heißt hohe Mitochondriendichte. Wir haben unseren Lebensstil verändert von Bewegung zu Sedentary Lifestyle. Wir sitzen zu viel. Wir machen keine Bewegung mehr. Wir fördern und unterstützen eigentlich, geben unserem Körper nicht das, was er eigentlich braucht. Bewegung. Bewegung stimuliert Mitochondrienwachstum. Dann kommt noch dazu Ernährung, nämlich Fasten. Hungern stimuliert Mitochondrienwachstum. Und die beiden Faktoren müssen wir in unserem modernen Leben heute, wo es eigentlich nicht mehr erforderlich ist, wieder einführen. Das heißt, Dinner canceln, hungern, nüchtern bewegen, ist einer der stärksten Reizsetzer, damit ein Mensch wieder Mitochondrien produzieren kann. Gesundes Altern heißt nämlich hohe Mitochondriendichte. Und die müssen wir praktisch oder können wir kompensieren einigermaßen, indem wir diese Faktoren berücksichtigen. Krankheit bricht aus, zum Beispiel, wenn ich einen Mitochondrienverlust habe, bis hin zu Alzheimer Disease. Ja? Da sind so viele Mitochondrien kaputt oder nicht mehr funktionsfähig, aus verschiedensten Gründen, dass Neuronen, Botenstoffe im Gehirn, Gedächtnis nicht mehr funktioniert. Praktisch Mitochondrien absterben. Und da müssen wir ansetzen, dass das funktioniert. Was müssen wir wissen, ob Mitochondrien funktionieren? Nämlich das ist jetzt eine Untersuchung, Vollblut, Mineralien. Da sieht man, man macht bei der Standard-Mineralien-Untersuchung, man schaut im Serum und nicht in die Zelle rein. Das ist schon mal grundsätzlich falsch. Wenn man da schaut, hier ist alles noch normal. Magnesium schon hier nieder, aber wenn man das mit dem Hämatokrit, mit dem roten Blutbild korreliert, sieht man hier eklatante Mängel. Eklatante Mängel. Kalium zu wenig, minimal, aber zu wenig. Wenn man so ein Blutbild macht, sollten die Werte hier sich tendieren, eher rechts, dann sind sie mit Sicherheit eher gefüllt. Magnesium intrazellulär, zu dem komme ich gleich, -15%. Ich werde es dann gleich zeigen. Es ist eine Energieherstellung nicht ausreichend möglich. Punkt. Kaliummangel und Magnesiummangel betrifft so gut wie alle Bluthochdruckpatienten. Alle. Menschen mit Vorhofflimmern, Arrhythmien. Bitte denkt man immer an Kalium-Magnesiummangel. Kupfer. Kupfermangel ist auch sehr häufig, ist ein Schutzmineral für unsere Mitochondrien. Da drinnen im Mitochondrium, in den Zellen, verbrennen ja Substanzen, da wird ja Energie verbrannt. Wir essen Fette, Zucker, Glucose und da drin muss Energie hergestellt werden. Und dort überall, wo was oxidiert, entsteht Schaden. Und diese Oxidation muss durch Antioxidation kompensiert werden. Und da brauchen wir zum Beispiel Kupfer. Ja? Ohne Eisen geht auch keine Mitochondrienfunktion. Zink, hier dramatisch nieder. Zink ist der Immunschutz und der Oxidationsschutz in Zellen, wenn Energie verbrannt wird. Das ist eine sinnvolle Untersuchung. Und viele Menschen nehmen immer, weil leider, weil sie es nicht besser wissen oder die Information nicht haben, ein Mineralienpräparat oder jeden zweiten Tag nehmen ein Magnesiumpräparat, Magnosolf zum Beispiel, keine Chance, hier das damit hochzukriegen. Das geht nicht. Du kriegst maximal einen Durchfall durch Magnosolf, aber den Intra, also den Magnesiumgehalt in einer Zelle, bekommt man damit nicht hoch. Und in dem Fall würde ich immer Säurebasenpulver geben mit einem Mineralienkomplex. Das ist wichtig, dass es ein ganzer Mineralienkomplex ist. Und in diesem Fall Magnesium und Zink separat dazu, damit der Spiegel raufgeht. Und in so einem Fall, das geht nicht in 2 Wochen, da kann man frühestens in 2 Monaten wieder schauen, ob sich das eingependelt hat. Weil die Person verbraucht ja dauernd. Und egal, welche Nährstoffe man einnimmt, man nimmt ja nicht mehr wie 20, 30, 40% maximal über den Dünndarm auf. Ja, also mehr geht gar nicht. Und bis sich das einbaut, vergeht es. Ja. Vor allem Magnesiumspiegel im Gehirn. Diese Werte spiegeln ja nicht einmal die Werte im Gehirn. Im Gehirn sind gewisse Nährstoffwerte noch deutlich höher wie in der Blutbahn. Ja, und notwendig. Also so kann ein Mitochondrium nicht funktionieren,
kann keine Energieversorgung funktionieren, diese Menschen haben massive Störungen. Und dann schauen wir weiter, wenn ich dann einmal Jod anschaue. Viele Menschen sind schon so informiert und schauen sich immer wieder oder nehmen Vitamin D und Vitamin K2. Finde ich gut, ist absolut notwendig, passt, nichts einzuwenden, aber Jodmangel ist genauso weit verbreitet wie Vitamin D-Mangel. Wenn man da weiterschaut, hier zum Beispiel dieser Jodspiegel, Jodmessung in der Blutbahn ist nicht aussagekräftig, man misst es über den Urin. Was ich aber hier nicht weiß, ist, welches Organ leidet unter Jodmangel. Ja, das weiß man nicht. Man weiß nur, dass das Organ, was am meisten Jod benötigt, die Schilddrüse und die Brustgewebe ist, aber auch fast alle anderen Zellen und auch notwendig für Eisenaufnahme und Funktion für Mitochondrien und vieles mehr. Ja, also das kann man mal messen lassen und sich mal fragen, wo esse ich denn eigentlich im Jod? Wo kommt es über die Nahrung her? Und wenn man dann fragt, ja, wo essen Sie Jod? Hört man ja, ich salze ja. Ja, aber diese Salzmenge reicht nicht aus, um den Jodbedarf zu decken. Ja, man bräuchte pro Tag, die Tagesempfehlung liegt jetzt bei 200 Mikrogramm Jod pro Tag. Wenn man noch weitergeht, aktuell wird 300 bis 400 empfohlen in Fachzeitschriften, um Funktionen sicherzustellen. Also, und Jod kommt ja primär in Meeresfrüchten vor und da sieht man, das isst man eigentlich bei uns nicht so, ist es nicht so gängig. Ein Japaner, der Algen isst oder Sushi oder Natto, der wird keinen Jodmangel haben. Was immer wichtig ist und was vergessen wir, dieses Q10, also das würde ich alle, auf alle Fälle bei allen Menschen mal sagen, die es noch nie gemessen haben, einfach messen lassen. Hier zum Beispiel sieht man, das Coenzym Q10 ist einer der wichtigsten Elektronentransporter, sprich Transporter für Energie in den Mitochondrien. Ja? Und mit diesem Q10-Spiegel ist es fast unmöglich, ausreichend Energie zu produzieren. Diese Menschen sind müde, erschöpft und sind nicht mehr leistungsfähig, geht hin bis zu Entzündungen. Der Q10 ist ein super Anti-Entzündungsregulator praktisch in Mitochondrien. Und Vorsicht, wenn Sie Cholesterinsenker, Statine einnehmen, senken Sie Ihren Q10-Spiegel gewaltsam. Das wird blockiert. Und dann bekommen Sie sehr leicht diese Nebenwirkungen von Statinen, wie chronische Müdigkeit und auch nebenbei ein bisschen Demenzrisiko rauf. Im nächsten Schritt, was ich immer anschauen lasse, wenn es um Energie geht und Mitochondrien, ist es Carnitin. Wenn einer wenig Fleisch isst, ja, oder vielleicht Symptome hat wie eine Herzinsuffizienz, was ja eigentlich schon tragisch ist, dann würde ich das mal anschauen lassen, denn Carnitin ist die Notwendigkeit, besteht darin, dass ich in einen Herzmuskel, dann habe ich das eingezeichnet, ein Herz ist ja voll mit Mitochondrien, ein Herz benötigt sehr viel Fettsäuren, verbrennt praktisch Fett, dieser Motor, um ATP herstellen zu können. Und um dieses Fett in den Herzmuskel einschleusen zu können, brauchen wir Carnitin. Ja, das ist immer ganz wichtig. Das kann man mal anschauen lassen, ist ausreichend da. Und wenn ein Mensch aber eine Fettleber hat und Diabetes und insulinresistent ist, dann kann sein, dass er genügend Carnitin hat, aber es nicht funktioniert. Da muss man dann schauen, dass man die Fettleber los wird und die anderen Sachen, damit eben das Herz nicht unter Energiemangel leidet. Ja? Und dann entsteht ja dieses, auch unter verschiedenen Umständen, dieses Vorflimmern, Arrhythmien, Bluthochdruck kann dann die Folge sein, Energie fehlt. Wenn man sich jetzt dann ein Mitochondrium anschaut, das ist eine Zelle, da ist die DNA und die schwarzen Punkte, die man hier sieht, das sind sogenannte Mitochondrien. Ja? Wenn man jetzt den Unterschied hier anschaut mit dem Bild, dieses Mitochondrium, diese Zelle ist voll mit schwarzen Punkten, der Unterschied ist nur einer. Diese Zelle leidet unter Magnesiummangel, diese Zelle ist optimal mit Magnesium gefüllt. Das weiß man seit 1975, dass Magnesiummangel eine Mitochondriopathie auslöst, einen Mitochondrienmangel, nämlich bis zu 30%. Das ist ein Drama. Magnesiummangel bis zu 50% Mitochondrienverlust, wenn Magnesium fehlt. Magnesium bindet sich in einer Zelle an ATP, das ist die Energie, Adenosintriphosphat. Ja. Habe ich einen Magnesiummangel, habe ich weniger ATP zur Verfügung. Habe ich einen Magnesiummangel, habe ich weniger Mitochondrien, weniger ATP. Ja? Und dann erzählen mir die Menschen, ich nehme ja eh dieses Magnesiumpulver, aber ich habe trotzdem Krämpfe und trotzdem keine Energie. Vorsicht, das geht nicht
rein in die Zelle, wenn Sie zu wenig nehmen, das falsche Magnesium, und intrazellulär übersäuert sind. Sie kriegen das Magnesium nicht rein. Und die meisten vergessen dann auch aufs Kalium. Ja? Ganz interessant, Magnesium ist ein natürlicher Beta-Blocker. Magnesium bindet an Fettsäuren in der Blutbahn. Stress erhöht Fettsäuren. Das heißt, Stress, deutlich erhöhter Magnesiumbedarf. Aber, oder darum sage ich, Magnesium ist das Mineral, was durch Stress am meisten verloren geht. Es geht aus der Zelle raus. Und dann Magnesium hat 300 Funktionen. Nehmen Sie zweimal Magnesium am Tag, 500 bis 600 Milligramm, einmal früh, einmal abends, es entspannt. Und Vorsicht, nämlich bei Stress entsteht ein Magnesiummangel. Ja? Und es wird gebunden und steht dann nicht mehr zur Verfügung. Also mindestens 500 Milligramm Magnesium nehmen am Tag. Weiter sieht man, das sind gesunde, das ist Gehirnmagnesium, und diese Menschen mit Migräne haben im Schnitt 30% weniger Magnesium im Gehirn. So gut wie alle, mit Aura, ohne Aura, Cluster-Kopfschmerz, fast alle Menschen mit chronischem Kopfschmerz haben Magnesiummangel. Magnesiummangel im Gehirn fördert eine Glutamatproduktion im Gehirn, und zu viel Glutamat sorgt für Entzündungen im Hirn. Magnesiummangel im Gehirn fördert auch einen Mangel an GABA-Beruhigungsbotenstoff im Hirn. Das heißt, wir kommen aus dem Gleichgewicht im Gehirn zwischen Antriebstransmitter und Beruhigungstransmitter. Also nehmen Sie bitte Magnesium zum Schutz der Mitochondrien, Schutz vor Entzündungen. Magnesium ist auch Entzündungsschutz und es entspannt. Was nicht hilft für diese Sachen zum Beispiel, sind Magnesiumcremes, die man auftragen kann. Das kann man für die Muskulatur und Massage anwenden, aber man kriegt den Speicher wirklich nicht drauf. Man muss dann wirklich Magnesium einnehmen. Ja? Jetzt schauen wir uns die, ich erzähle diese Substanzen, weil es so wichtig ist zu wissen, damit man den Blick, wenn ich nur PQQ erzähle, übersehen wir ein paar Sachen. Was ist PQQ? Die meisten kennen es nicht, haben noch nie gehört, was PQQ ist. Wurde 1979 bereits entdeckt und ist eigentlich als B-Vitamin klassifiziert. Ja, man diskutiert jetzt, ob man das als B-Vitamin praktisch mit aufnimmt. Es ist für Menschen, für uns Menschen essentiell. Das heißt, wir Menschen brauchen es, können aber es nicht herstellen, so wie die meisten, also so wie die Mineralien. Wir können es nicht herstellen. Wir sind auf Nahrungszufuhr angewiesen. Ja. Wichtig für die Bildung, und da steht schon ein ganz entscheidender Satz, wir brauchen PQQ für Mitochondrien. Und jetzt ist interessant, wo ist am meisten drinnen? Schauen wir mal, tierische Muttermilch, 140 bis 180 ja, Milligramm pro Kilo oder Liter Muttermilch. Das heißt, von der Muttermilch wird schon PQQ mitgegeben. Warum, wieso, weshalb? Man kann nur raten, wahrscheinlich, weil es essentiell ist, dass das Kind versorgt wird, aber dass Mitochondrien geschützt sind, es ist ein Antioxidantschutz. Ganz wichtig, spannend, man sieht es ein bisschen in Früchte, PQQ, Kiwi, Papayas, etwas Tomatenorange, Gemüse, etwas und ganz viel PQQ in Kakaopulver. Im echten Kakaopulver ist die höchste Menge PQQ enthalten. Und PQQ aktiviert im Körper einen Abschnitt, das heißt PGC, und wenn ich das aktiviere, kommt es zum Mitochondrienwachstum. Das Gleiche passiert, wenn wir nüchtern sind, uns bewegen gehen, ja, dann wird ebenso dieses Enzym aktiviert, das PGC1-Alpha, und dadurch können sich Mitochondrien regenerieren und wachsen, stimulieren. Die sind nicht, die vermehren sich wieder. Ja. Und ganz entscheidend, in Kombination PQQ, ja, PQQ in Kombination mit Coenzym Q10, ja, ich habe meines hier oder nicht hier, ja, stimuliert ganz stark den Komplex 1. Das ist der erste Teil in einer Zelle, in einem Mitochondrium, wo Energie hergestellt wird. Ja, also die Kombination PQQ plus Q10 ist ein sehr starker Mitochondrien-Booster. Ja. Wenn man das anschaut, ein außergewöhnliches Antioxidant. Es ist ziemlich das stärkste Antioxidant, das wir im Körper haben oder auch zuführen und brauchen. Nämlich, es kann 20.000 Mal recycelt werden, ja, bevor es verbraucht ist. Das schafft kein Quercetin, Bioflavonid oder Grüntee. Das ist unmöglich.
Vitamin C zum Beispiel hat 4 Zyklen, bevor es mit keine Elektronen mehr abgeben kann, also der Schutz vorbei ist. Im Gegensatz zum PQQ ist ein sehr, sehr, sehr starkes, das stärkste Antioxidans. Ja? Wie behandelt man jetzt eine, ich suche gerade mein PQQ, ich habe es hier, zum Beispiel die Kombination, ich zeige dann das Ubiquinol, ja, das ist Ding, in Kombination mit PQQ. Das ist eigentlich der Mitochondrien-Schutz. Und jetzt schauen wir uns einmal rein, Therapie einer mitochondrialen Zytopathie mit natürlichen Supplements. Ja? Also wie schaut so eine Therapie aus? Ich stelle bei den meisten Menschen die Nahrung um, optimiere die Bewegung und dann schaut man auf die Zellen und Mitochondrien. So, das ist einmal der Zugang. Es gibt hier Möglichkeit zum Beispiel der Alpha-Liponsäure, da möchte ich heute nicht eingehen, aber ich werde irgendwann einmal auch dazu ein Gesundheitsforum kompakt machen. Q10 werde ich auch ein eigenes machen, aber ich erzähle jetzt schon ein bisschen was. Q10 ist notwendig für Mitochondrien, ohne den ist es unmöglich. Bitte mal messen lassen, der Spiegel sollte bei 2,5 Milligramm sein. Ja, also das kann man leicht messen. Dann das NADH, das ist Vitamin B3 und eben das PQQ. Ja, das ist eigentlich das Hauptziel. Logischerweise schauen, dass das die Membrane passt mit den Fettsäuren und dass wirklich der Körper gut entgiften kann. Das macht man dann auch mit natürlichen Substanzen. Also dieses PQQ ist ein Mitochondrienbeschleuniger, verbessert die mitochondriale Kapazität, stimuliert das Wachstum. Ja? Zellwachstum, Entwicklung, Differenzierung und Zellüberleben. Schutz gegen Oxidation, das heißt, er kann freie Radikale aufnehmen und ist gleichzeitig Elektronenlieferant. Verbindung und verwandt mit allen B-Vitaminen. Also es wird wahrscheinlich, oder vielleicht reden wir dann Vitamin B, keine Ahnung, 23 in ein paar Jahren. Also es wieder nummerieren. Ja, aber es gehört zu den B-Vitaminen, wird abgeleitet aus Tryptophan und Tyrosin, das heißt auch aus Aminosäuren, das, was wir essen müssen. Kommt sehr häufig vor, am meisten in Muttermilch, darum ist auch Stillen wahrscheinlich sehr, sehr wichtig für den Immunschutz des Kindes und für die Energie. Und über Nahrung können wir hier etwas aufnehmen und liefert auch PQQ. Dieses PQQ sorgt einmal für neue Mitochondrien und Schutz vor Oxidation, damit eben die Mitochondrien geschützt sind. Es aktiviert in einer Zelle den Sensor AMPK. Und wenn der wiederum aktiviert wird, verbessert sich die ganze Glukoseaufnahme, Zuckerstoffwechsel. Wir werden definitiv wieder empfindlicher und sensibler zur Regulation. Ja, so schaut das PQQ aus, die Proteinstruktur. Ja, PQQ, Mitochondrienfunktion, also wenn jemand Herzinsuffizienz hat, Fibromyalgie, würde ich es auf alle Fälle einsetzen. Ich würde es auf alle Fälle in Kombination mit Magnesium, Q10, mit den B-Vitaminen in Kombination geben, um Mitochondrien zu stärken. Ja? Das PQQ verhindert, hier, das ist eine Herzzelle, verhindert, dass Calcium einströmt. Denn wenn Calcium einströmt, kommt es zur Bildung von Entzündungen. Und das muss verhindert werden. Ja? Und wenn es hier nämlich zu Entzündungen kommt, dann kommt es zum Zelltod der Zelle. Ja? Und PQQ verhindert es. Das ist eine wichtige Aufgabe. Schutz, dass Calcium draußen bleibt. Ja, darf nicht rein. Das macht allerdings auch Taurin. Tipp so nebenbei. Hier sieht man die Funktion, das werde ich jetzt nicht genau erklären, PQQ-Supplementierung, da hat man versucht, man misst es, das ist der Krebszyklus, das ist der Zyklus, ich gehe noch einmal zurück, dieser Krebszyklus findet hier statt, genau in dieser Membran. Da haben wir 10.000 solche Einheiten und das ist ein Zyklus und der liefert immer Nachschub. Ja? Das ist der Krebszyklus, weil es der Dr. Krebs entdeckt hat, das hat nichts mit Krebs zu tun. Und alle Stationen, ja, hier, Milchsäure, Laktat, ja, all das, was hier produziert wird, Succinat, all diese werden bei Männern und Frauen deutlich verbessert. Ja. Es ist ein Mitochondrienbeschleuniger. Also der ganze Krebszyklus wird beschleunigt. Und ganz interessant, auch der CRP-Wert, der Entzündungsmarker, geht runter. Ja. Hier in dem Fall sogar überhalbiert, ja, mit 20 Milligramm PQQ.
Also es geht wirklich um sehr, sehr spannende Substanz. Man setzt einen Cardiovascular Support, also um Herz-Kreislauf zu unterstützen, weil das haben wir eine hohe Mitochondriendichte. PQQ in Kombination mit Q10 schützt Herz, schützt Mitochondrien und Cognitive Performance, vor allem unser Gehirn. Ja? Also das ist wirklich auch eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch noch, hier steht es, Take 500 Milligramm, also 500 Milligramm Quercetine oder Resveratrol, sind auch Mitochondrienbooster. Also es gibt mehrere, ja, Mitochondrienbooster, der Gründe ist Quercetin, ist Resveratrol. Das sind alle Substanzen, wo man heute weiß, das ist Mitochondrien-Schutz und verbessert die Langlebigkeit, mildert die Entzündung und die ATP-Ausbeute wird verbessert. Aber nur dann, wenn Magnesium da ist, wenn Q10 da ist. Also das muss ein, es muss alles da sein, sonst steckt die Kette und wir kriegen ein Energiedefizit. Ja? Dann PQQ ist eine Verbindung, welche in B-Vitaminen verwandt ist, stimuliert Wachstum und Funktion der Mitochondrien, spielt bei der Energieversorgung eine essentielle Rolle, ist ein Coenzym, Reduktion, Oxidation, hält praktisch Entzündungen im Gleichgewicht, verbessert die Energieproduktion, Schlüsselfunktion und Gedächtnis, Kognition bei älteren Tieren und Menschen. Da setzt man das jetzt ein, es kommt immer mehr Studien raus und jeder kann es einmal versuchen oder wenn Sie jemanden habt, der schon älter ist und sagt, puh, ich fühle mich da irgendwie angesprochen, meine Mitochondrien sind nicht mehr die optimalen. Die biologische Alterung geht voran, das kann man nicht verhindern. Wir können nur schauen, dass es optimal funktioniert. Ja? Und wer es testen will, jetzt sind wir schon dort, das PQQ hier zum Beispiel hat jetzt, ist entwickelt worden mit Q10, Zink, mit den Kofaktoren Synergisten, ja, und Jiagolan, die Pflanze der Langlebigkeit, was auch noch ein Mitochondrienbooster ist. Also das ist, ich freue mich richtig auf die Substanz jetzt einzusetzen, weil es wirklich ein Mitochondrienbooster ist. Mitochondriale Medizin kann man hier toll nachmachen. Weiter geht's mit Informationen, nämlich wer will am 25.02. mit den absoluten Schilddrüsenstörungen, die werden wir anders behandeln, vom Hashimoto über Basedow und die Unterfunktion, möchte ich hier zeigen, das ist das Webinar, dauert 2-2,5 Stunden und die Termine findet ihr auch uns bei Evos an. Wer lernen will, bitte gerne bei uns im Haus die Basiskurse, Aufbaukurse, Nährstoffpraktika, Ernährung, Lebensstil, Epigenetik, über alle Organe, also es kann nicht wirklich jeder lernen. Es geht jetzt da unter den Umständen, wir ziehen es natürlich immer durch, versuchen es, schauen wir, welche Auflagen das noch kommen und schaut es mal rein, jeden, der das interessiert. Dass das Ganze funktioniert, sieht man an den Patienten zum Beispiel hier, mitochondriale Störung, Leberproblematik, 8 Wochen umstellen, schaut es so aus. Oder 45 Jahre Neurodermitis, 45 Jahre. Und natürlich, es gibt Dermatologen, aber wie überall in jedem Beruf, gute und weniger gute, wenig Interessierte, sehr Interessierte in ihrem Fach. Und Neurodermitis ist eine Darmstörung, nur so viel nebenbei. Und die Entzündung äußert sich hier aus. Und da gibt es dann spezielle Sachen. Und das schaut dann nach 8 Wochen Ernährung, Umstellung, Nährstoffe, Mitochondrienmedizin, umstellen, schaut das 8 Wochen später so aus. Oder bei ihr Hände entzünden, offen, 3 Jahre Krankenschwester, Frühpension, konnte nicht mehr arbeiten, Dermatologie wieder hilflos, Cortison, 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 Entzündung und weiter und so fort. Und hier waren auch deutliche Lebersymptome da mit mitochondrialen Störungen. Und wenn das 10 Wochen später schaut das Ganze so aus. Ja? Und ist auch nie mehr wiedergekommen. Die erste Hand zu Beginn und also die Hand eine erste Woche und 10. Woche. Also all das ist nichts anderes wie mitochondriale Medizin, nennen wir es mal so, oder mitochondriale Regulation, Darm, Leber, Zelle, Mitochondrien und nur mit Nahrung und Nährstoffe. Und das ist Evidence-Based Medicine. Ja? Cortison ist nur eine Kosmetik. Ja? Und hier dasselbe Bild, jetzt ist das Bild, auch das war nach wenigen 8 Wochen eigentlich komplett verschwunden. Auch hier 3 Jahre offene Hände. Und auch hier wieder nichts anderes. Und das, leider habe ich das Endresultat jetzt nicht da, das war auch weg. Bei ihr jahrelang Störungen mit Zelle, Mitochondrien auf Nebenniere, Schilddrüse, Psyche, all das war durcheinander außerhalb des Gleichgewichtes. Und Resultat war
10 Wochen später so und auch nicht mehr wiedergekommen. Also man sieht, wenn man bereit ist, das ist einmal wichtig, seinen Lebensstil zu beändern, wenn man mal sagt, ich schlage mal am Weg rechts ein oder anders. Schwierigste Therapie ist eine Lebensstiltherapie. Tablettenschlucken kann hilfreich sein, ist aber meistens nicht die Ursache. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Wer mal sagt, ich, ja, heuer dürfen wahrscheinlich ohne Test und ohne Impfung sowieso nicht über die Grenze, dann zu uns nach Turnau, zur Leberentgiftungswoche kommen. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Urlaub mal anders für die Gesundheit, für die Psyche, für den Stress und für die Zukunft. Das ist dauerhaft wirksam, wenn einer bereit ist, was weiter zu tun. Turnau, kleiner Ort, jeder kennt jeden, jeder weiß von jedem alles, bevor er selber weiß. So klein ist er bei uns, aber schön. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Ich habe schon wieder überzogen die Zeit. Ich bin schon hingewiesen worden, bitte nicht viel überziehen. Es steht eine halbe Stunde. Da kommt eine Frage. Wir Füßen einsetzen Erfahrungen. Da kommt eine Frage. Kann man auch PKQ bei einem Jugendlichen mit Raynaud-Syndrom einsetzen, vor allem in den Füßen? Raynaud-Syndrom hat, man kann es versuchen. Ich sage jetzt hier nicht nein. Erfahrungen nein, aber hier würde ich auf die Stickstofftherapie verweisen. Das heißt, wir müssen die Gefäße aufkriegen und hier würde ich eher mit PKQ, Arginin und Jod und die Mitochondrien mal probieren zu unterstützen. Aber schreibt uns diesbezüglich noch morgen ein Mail und dann können wir Ihnen was empfehlen. Ja? Da kommt auch noch eine Frage. Habe 13% geschädigte Mitochondrien. Naja, PKQ mal nehmen. Ich würde es in Kombination nehmen, lieber Thomas, in Form von PKQ. Ich würde 20 Milligramm nehmen, in Kombination mit Magnesium, B-Komplex, Q10 und eventuell die Ribose dazu. Und dann einmal, Ribose ist ein spezieller Zucker, der hilft, Mitochondrien Energie herzustellen und dann einmal einen Test machen, zu schauen, ob die Mitochondrien besser laufen. Nur geschädigte Mitochondrien, woher? Ursachenforschung. Das kann ich jetzt da nicht rausnehmen. Termin steht. Da kommt noch eine Frage. PKQ Meta Plus, eine Kapsel täglich reicht vollkommen aus. Einmal am Tag, Tageszeit ist eigentlich egal. Da fragt die Moni, was ist bei Akne zu tun? Akne ist ein, ja, meistens oft Jugendliche, es hat was zu tun mit Störungen auf Leberebene, dass die die Östrogene nicht abgebaut werden können, dass Wachstumshormone in der Blutbahn schwimmen, das heißt IGF-Wachstumshormon vorhanden ist und dies IGF geschrieben, Reiz, Talgdrüsen fürs Wachstum. Hier würde ich absolut auf Zucker, auf Getreide, auf Süßigkeiten verzichten, Kohlenhydrate runter. Und als Supplement würde ich hier unbedingt Zink geben, vermehrt Zink. Ja. Kuhmilchprodukte unbedingt verzichten. Und von außen gibt es einen Spray, das kann ich das bitte morgen eine Mail schicken, einen Spray, den sprüht man ein, damit die Bakterien, die hier da sind, abgetötet werden. Und dann funktioniert Akne auch sehr, sehr gut zu therapieren. Da kommen jetzt noch Fragen. Polyneuropathias, habe eine OP und eine Nervenschmerzen. Polyneuropathien würde ich immer in Kombination sehen. Vorsicht. Nach einer OP Nervenschmerzen. Polyneuropathien und das sogenannte Restless Leg Syndrom entsteht meistens durch Dünndarmprobleme, weil dadurch können gewisse Fettsäuren nicht mehr in die Zellmembran eingebaut werden. Das ist eines. Ich würde hier auf alle Fälle mit einem B-Komplex arbeiten, mit Krillöl in dem Fall. Krill ist ein Phospholipid und der sogenannten Alpha-Liponsäure. Schreiben Sie uns eine Mail morgen, wir stellen Ihnen was zusammen. Neuropathie nach Chemotherapie, ja, das ist natürlich, ja, das, ich würde auf alle Fälle hier PKQ versuchen, ja, weil die Mitochondrien geschädigt worden sind und dann immer schauen, ob die Kofaktoren da sind, ob es Q10 ausreichend ist, rauf unbedingt, Alpha-Liponsäure, PKQ und schauen, ob sich so verbessert. Ich würde es auf alle Fälle probieren, weil die Chemo macht natürlich massiv Schäden auf mitochondrialer Ebene. So, in diesem Sinne mein Schlussbild. Ich sage danke
Wir sehen uns bei, also bitte reinschauen beim Evosan-Zentrum oder wenn jemand was braucht, bei Naturesan. Und in diesem Sinne sage ich, so funktioniert gesundes Altern, wenn man mit 100 noch beim letzten Vortrag sitzt. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören, viel Erfolg, nicht ärgern, bewegen gehen, gesund essen und so viel wie möglich rausgehen. Ändern Sie das, was Sie ändern können, was Sie nicht ändern können, darf Sie nicht belasten. Lesen Sie keine Krone-Zeitung mehr, weil dann wird man nur krank. Schauen Sie kein Fernsehen mehr, dann wird man auch nur mehr krank. In diesem Sinne, alles Gute, toi, 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 bis zum nächsten Mal. Und man findet viele Videos von mir auf YouTube, Kanal abonnieren, Newsletter registrieren und ich werde immer mehr Informationen rausgeben, weil es, glaube ich, jetzt die richtige Zeit ist, dass wir es eine Gesundheit weiter transportieren, die natürlich ist, ehrlich ist und den Menschen wirklich hilft. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören, alles Gute und schönen Abend.